In gewisser Weise bedeutet Erleuchtung, dass du ein makelloses Leben bist, ohne Markenzeichen. Sobald man Erinnerung mit Intelligenz verwechselt, dann ist man durcheinander. Es gibt nur zwei Arten von Menschen, Mystiker und Fehlschläge. Wenn du Dinge einfach so siehst, wie sie sind, werden Menschen dich einen Mystiker nennen. Leute haben sogar geglaubt, dass es einige Zeichen am Körper geben wird. Und sie haben den Dreizack auf ihrem Rücken, auf der Stirn eingebrannt. Schau, das ist gerade erschienen. Im Westen zeigen Leute ihre Hände und da sind Male. Und sie sagen, schau, ich habe die Kreuzigungsmale. Jesus ist also für mich erschienen. In Indien wird Shankhu auf der Schulter erscheinen. Du musst es dir nur aufbrennen. Du kannst dich mit Shankhu, Chakra oder mit Kreuzigungsmalen kennzeichnen. Oder was für einen Unsinn auch immer du willst. In gewisser Weise bedeutet Erleuchtung, dass du ein makelloses Leben bist, ohne Markenzeichen. Du kennzeichnest dich also selbst und hältst dich für erleuchtet? Tut mir sehr leid. Wenn es also keine Markenzeichen gibt, wie erkennt man es dann? Du kannst es nicht erkennen. Du kannst es nicht erkennen. Woher weiß hier jemand, ob ich erleuchtet bin oder nicht? Dazu habe ich nie eine Aussage gemacht. Woher wissen Sie es dann? Sie nehmen es einfach an. Ja. Schau, du gehst und setzt dich vor deine Kindergärtnerin. Weißt du, wie sachkundig er oder sie ist? Nein, aber dass er oder sie das ABC kennt. Du kennst es nicht, also sitzt du. Im Moment reden wir also über XYZ. Du kennst es nicht, also sitzt du. Was spielt es also für eine Rolle, ob ich von irgendwo anders eine Anerkennung erhalten habe oder nicht? Du willst XYZ lernen, du sitzt hier. Du willst nicht, dann geh. Was ist es also, was als Erleuchtung bezeichnet wird? Weißt du, es gibt etwas, das man als Tagesanbruch bezeichnet. Das ist ein gutes Wort, ich mag es. Es heißt Sonnenaufgang, aber es ist ein Anbruch des Tages. Der Tag ist zerbrochen, oder? Nein, es ist eine Nacht, die zerbrochen ist. Hallo? Brach der Tag oder brach die Nacht? Die Nacht ist zerbrochen. Nacht bedeutet was in unserer Wahrnehmung? Dunkelheit. Wenn du eine Eule wärst, wäre es anders. In deiner Wahrnehmung bedeutet Nacht unangenehm, weil dunkel. Für deinen Sehapparat ist es in der Dunkelheit nicht angenehm. Deshalb haben wir all diese Lichter und dies und das erfunden. Warum? Weil es nicht angenehm für uns ist, wenn es dunkel ist. Weil wir nicht wissen, was was ist. Im Licht sehen wir die Dinge klar. Wenn also die Nacht zerbrochen ist, bedeutet es, dass Klarheit erschienen ist. Das ist alles, was der Sonnenaufgang mit dir macht. Du konntest nicht sehen, du hast dich abgemüht. Die Sonne ging auf, plötzlich Selbstvertrauen. Du weißt, wohin du gehen sollst, wohin du nicht gehen sollst, wohin du treten sollst, wohin du nicht treten sollst. Das ist alles, was Erleuchtung ist. Klarheit ist aufgekommen, wo du alles klar siehst. Weißt du, es gab ein Buch, das wir veröffentlicht haben. Das ist eine Reihe von Vorträgen und jemand kam für eine Titelgebung. Also habe ich mir den Inhalt ein wenig angesehen und dann sagte ich, von Mystikern und Fehlschlägen. Unsere Englischabteilung sagte, Sadhguru, das ist zu direkt, sag es bitte etwas sanfter. Die Leute fordern mich immer auf, Sadhguru, sag es etwas sanfter, du kannst das, komm schon. Ich kann das, aber ich möchte es nicht sagen, weil die Leute es verdrehen und auf so viele Arten verdrehen werden. Wenn man es auf eine Weise sagt, die einem eine Ohrfeige verpasst, doktern sie nicht allzu sehr daran herum.
They don't meddle with it too much. Von Mystikern und Fehlschlägen. Das bedeutet, es gibt nur zwei Arten von Menschen, Mystiker und Fehlschläge. Wenn du die Dinge einfach so siehst, wie sie sind, werden Menschen dich einen Mystiker nennen. Was sind sie dann? Sie sind ein Fehlschlag. Sie machen Fehler bei der Wahrnehmung, grundlegende Aspekte des Lebens, das ist alles. Ja, sie machen Fehler bei der Wahrnehmung. Warum machen sie Fehler bei der Wahrnehmung? Ihre eine Hand ist immer in ihre Erinnerung getaucht. Deshalb sagen wir Karma. Sie verwechseln Erinnerung mit Intelligenz. Das ist der ganze Fehler, den sie begangen haben. Sobald man Erinnerung mit Intelligenz verwechselt, dann ist man durcheinander. Wenn du etwas Erinnerung von etwas hast, das andere nicht wissen, erscheinst du wie ein Gelehrter. Schau, Menschen lesen 10 Bücher und sie werden Gelehrte. Menschen lesen nur ein Buch und sie werden religiös. Nur ein Buch. Wie kommt es, dass es einen dazu qualifiziert, ein Vertreter Gottes zu werden? Wenn man mehr als ein Buch liest, dann kann man das nicht sein, oder? Man braucht nur ein einziges Buch zu lesen. Das bedeutet also, Erinnerung für Intelligenz zu halten. Unser gesamtes Bildungssystem ist genau dieser Unsinn. Erinnerung wird fälschlicherweise für Intelligenz gehalten. Wenn du Erinnerung für Intelligenz hältst, nennen wir dich einen Karma-Fall. Du bist ein Karma-Fall, weil du aus deiner Erinnerung lebst, nicht aus deiner Intelligenz heraus. Wenn du absolut aus deiner Intelligenz heraus lebst, ohne deine Erinnerung und deine Intelligenz durcheinander zu bringen, dann sagen die Leute, oh, er ist erleuchtet. Denn egal, was man vor ihn hinstellt, er wird es sich ansehen und sagen, das ist, was es ist. Einfach, weil er nicht Erinnerung und Intelligenz durcheinander bringt. Das ist alles. So einfach, wie es scheint, alles, was du in diesem Moment bist, ist Erinnerung. Du bist ein Mann oder eine Frau, das ist Erinnerung. Erinnerung bedeutet nicht nur bewusste Erinnerung in deinem Kopf. Dein Körper erinnert sich, nicht wahr? Hallo? Wenn wir beide die gleiche Nahrung essen, werde ich nicht zur Frau, du wirst nicht zum Mann. Die gleiche Nahrung geht in mich hinein und wird zu einem Mann. Die gleiche Nahrung geht in dich hinein und wird zu einer Frau. Das geschieht durch Erinnerung, nicht wahr? Der Körper erinnert sich. Der Körper erinnert sich. Wenn du und der Affe dieselbe Nahrung essen, wird er nicht zu dir, du wirst nicht zu ihm. Weil sich der Körper erinnert. Es gibt evolutionäre Erinnerung, genetische Erinnerung, elementare Erinnerung, atomare Erinnerung, bewusste und unbewusste Ebenen der Erinnerung, artikulierte und unartikulierte Ebenen der Erinnerung. Was du bist, ist Selbsterinnerung. Wenn deine Intelligenz also frei von Erinnerungen sein muss, bedeutet das, dass du frei von dir selbst bist. Das ist alles.